Portugiesinnen sind jetzt so langsam aber sicher vollzählig. Lerto Vara, die unparteiische 40-jährige Lehrerin. Fünfmal Schiedsrichterin des Jahres übrigens in Finnland. Hat jetzt alle beisammen und dann geht es weiter, zweiter Abschnitt. Einzelne Führung weiterhin für das deutsche Team. Bühl. Die wirklich eine grundsolide erste Hälfte gespielt hat. Wird in nächster Zeit auch noch zu einigen Wechseln kommen. Das ist im Vorfeld schon so besprochen worden bei der deutschen Mannschaft. Wir gehen felsenfest davon aus, dass wir Alexandra Popp hier sehen werden, dann auch in den zweiten 45 Minuten hier in Bielefeld, wo sie ganz besonders gerne spielt. Kommen wir da noch drauf, wenn sie eingewechselt. Na gut. Gut. Nochmal Marco. Ja! Ah, die ist so kopfballstark. Sie ist so kopfballstark, Lina Magull. Und dann mit vereinten Kräften gerettet. Zweite gute Gelegenheit, Kopfballgelegenheit für Magull hier. Nicht die größte, aber sie hatten super Timing beim Absprung. Also auch das, aber auch Zentimeter genau serviert. Pereira. Servet Genf in der Schweiz. Auch da die Nummer 1. Silber haben wir gesehen, gerade in diesem Laufduell ist wieder dabei. Vorzeitiger Gang hier in die Kabine, haben Sie vielleicht mitbekommen zum Ende der ersten Halbzeit. Jetzt ist sie wieder auf dem Rasen, auch wieder bei vollen Kräften. Haben Sie rechts am Bildrand, Jessica Silber. Wieder 10. Merkt man, dass sie wieder komplett dabei ist. Kein Foul, oder? Doch, ja. Zunächst so ausgesehen, jetzt diskutiert sie noch mit der Unparteiischen. Das hätte sie tatsächlich zunächst den Ball getroffen. Ja, aber dann räumt sie natürlich mit dem häufig zitierten Nachziehbein noch die Lina Magull damit ab. Dann ist es die richtige Entscheidung. Der Kamp. Ja, da hinten ins 1 gegen 1 musst du nicht unbedingt gehen. Gesetzt beim VfL Wolfsburg. Auch da eine richtig gute Saison, auch auf allerhöchstem internationalen Niveau.
Wir sind, stehen ein bisschen höher jetzt. Zwei gute Torchancen für Lina Magull. Und dann doch an Rauch übergeben. Und da sich mal durchkombinieren jetzt. Verlagerung. Green. Oberdorf. Stark, ah, schade. Idee da durchzustecken, gut. Das wird noch nicht so hundertprozentig mit dem Abschluss Glück. Dem finalen Touch. Souverän. Jessica Silva. Ah, da kommt da mal der Kopfball. Die Parade. Das hat sie nicht gesehen. Das hat sie nicht gesehen. Lina Magull ist der Fuß natürlich viel zu weit oben. Gelb ist in Ordnung. Entschuldigt sich auch gleich. Hier, schauen Sie. Ja. Borges. Na, mal schauen, ist es? Norton, wer ist anders? Ja, hier. Ein bisschen zu weit vorgelegt von Bühl. Schade. Portugiesinnen werden selbstbewusster, hat man das Gefühl. Auch mal mit längeren Ballbesitzphasen gegen das deutsche Team. Wie gesagt, stehen ohnehin in der zweiten Hälfte ein bisschen höher als in den ersten 45 Minuten. Nicht ganz erlaufen können. Sehr viel in Bewegung, sehr variabel, immer anspielbar. Lina Magull, kopfballstark, zudem auffällig. Das ist ja auch so ein kleines Casting vor den Augen der Bundestrainerin. Ein paar Spielerinnen fehlen ja noch. Sarah Debritz unter anderem. Marina Hegering. Also da ist noch einiges in Bewegung. Alexandra Popp. Dann haben wir noch die Spielerinnen, die an Corona erkrankt sind, die auch langsam wieder zurückkommen, dann auch in Serbien eingesetzt werden. Dallmann, Rall, also jede Menge Alternativen. Und Bühl! Da! Ja,
Das war mal die Münchner Antwort auf das Wolfsburger 1:0 hier. Gwin auf Bühl 2:0. Womit wir wieder beim Thema Casting werden, auch in der Offensive. Ganz, ganz stark. Also den legt hier butterweich rein und herrlich antizipiert von Bühl. Weiß genau, dass die Kollegin da mitläuft. Da ist sie den Schritt schneller als die Torhüterin, als Pereira. Hier gut zu sehen und dann ganz, ganz cool technisch hochstehend gemacht. 2:0, 56 Minuten vorbei für die deutsche Mannschaft. Klasse Tor. Das ist das Zielstrebige, was sie sehen will, die Bundestrainerin von ihrer Mannschaft. Gwin. Muss den Ball entgegengehen. Amado. Probleme da auch. Clara Bühl bei schnellen Bewegungen, wenn sie abrupt abstoppen möchte, kaum möglich unten. Momentan auf diesem seifigen Untergrund. Na gut. Ja, jetzt kommt sie so ein bisschen ins Laufen da vorne, Clara Bühl. Schwärmen ja von ihr die Trainer. Sie sagen, es ist ein Geschenk für jede Mannschaft, Clara Bühl. Und das Geschenk hat geliefert heute hier in Bielefeld. Jetzt kommt der Wechsel. Marojan geht und es ist das nächste Comeback. Es ist das Comeback von Alexandra Popp. Große Freude. Sie ist zurück. Gleich mit der Kapitänsbinde. Fast auf den Tag genau. Vor einem Jahr ihr letztes Länderspiel gemacht. Alexandra Popp, Jennifer Marojan kann zufrieden sein. Hat aufblitzen lassen in Ansätzen, wozu sie in der Lage ist bei 100%iger Fitness. Jetzt sind wir auf Alexandra Popp gespannt. Gut zu tun gegen sie. Ich
war nur so ein kleiner technischer Fehler bei Rauch. Jacinto kommt jetzt bei den Portugiesinnen. Da haben wir sie schon. Andrea Jacinto, 19-Jährige. Machau verlässt den Platz. Mal so einen kleinen Schlag bekommen, Julia Quinn. Hat sich Jacinto gleich mal ordentlich eingeführt. Erste Begrüßung stellt man sich normalerweise freundlicher vor. Sechste Wolfsburgerin jetzt auch auf dem Platz. Offizielle Zuschauerzahl 7.346, also März 2019, also doch. Gut drei Jahre ist es her. Deutschland-Chile damals in Regensburg mit 10.000 Zuschauern. Das war die letzte Kulisse, die annähernd in diese Richtung ging. Jetzt die Portugiesin. Ja, aufgepasst. Es ist einmal mehr Silva gewesen, die gezeigt hat, hallo, ich bin auch noch da. Da geht es zumeist über die rechte Seite. Bintu. Silva, da ist sie wieder. Missverständnis. Zuvor von der Idee her sicherlich auch ausbaufähig. Jessica Silva, freie Schussbahn, hätte sie auch mal erst selber versuchen können. Auch fehlen so ein paar Alternativen hier, Anspielmöglichkeiten. Sich alle weit weg von ihr positioniert, von Philly Rauch, die da überhaupt nicht die Gelegenheit hat, die Mitspielerin zu finden. Jetzt ist es besser. Aber dadurch ergeben sich Umschaltmomente. Wasmut ist ja auch eine Stelle. Pop in der Mitte. Ruhe am Ball behalten, ganz wichtig, da nicht hektisch werden, wenn der Ball mal weg ist. Nächsten Anlauf versuchen. Wasmut.
noch in der Box. Bühl. Abseits. Hier sehen wir es. Ja. Wunderbares Tor von ihr. Also das ist sehr bemerkenswert gewesen, wie sie das gemacht hat. Auch technisch. Clara Bühl, ihr 9. Treffer im 23. Länderspiel. Ja, da geht sie noch nach. Auf alle Fälle, es lohnt sich. Magul. Linke Seite jetzt bei der deutschen Mannschaft deutlich mehr einbezogen ins Spiel als in den ersten 45 Minuten. Feldkamp. Wenn es gar nicht anders geht, dann über Froms. Gegner locken. Bisschen das Tempo rausnehmen. War gut. Ah. Das ist gelb. Ja, gibt es keine Diskussion. Sie sich nicht zu beschweren, macht sie auch nicht. Diana Gomes hier. Schauen Sie. Jo. Klug in die Lücke gegangen da, Lina Magul. Rasmut. Rasmut. Svenja Huth geht jedem Ball hinterher. Spult ein unglaubliches, fast schon unglaubliches Programm ab. Und das in jedem Spiel. Ein paar Optionen haben wir ja noch auf der deutschen Bank. Freigang, Brandt, die wir da gerade gesehen haben. Die kommen ja auch noch vielleicht so 20 Minuten. Gegen Portugal. Großer Schritt in Richtung WM-Teilnahme bei weiteren 3 Punkten, die ja aller Voraussicht nach hier eingefahren werden. Wird so ganz nebenbei gemacht, auch wenn alle auf die Europameisterschaft blicken. Rasmut und Bühl, die haben wirklich jetzt auch die Pause verdient. Freigang, Laura Freigang und Jule Brandt. TSG Hoffenheim, Jule Brandt geht ja dann nächste Saison zum VfL Wolfsburg und Laura Freigang von der Frankfurter Eintracht.
super gesehen von Alexandra Popp. Da haben wir sie gleich mittendrin. Jule Brandt. Gute Schusschance. Julia Quinn. Flanke sehenswert vorhin zum 2:0. Auf der Position, die sie da spielt, rechts hinten in der Viererkette. Da muss man erstmal eine bessere finden. Mit Blick auf die Oberdorf, Pop. Oberdorf. Kati Hendrich, die den Schlag abbekommen hat, steht auch wieder. Und Brandt, die sich positionsgetreu da auf den Positionen von Bühl und Wasmuth eingereiht haben. Es ist nicht leicht, da unten den Stand zu behalten. Och. Gute Viertelstunde noch, 2:0 für die deutsche Mannschaft. Sehr souveräner Auftritt hier. Defensiv sind sie von dieser einen Szene mal abgesehen überhaupt nicht in Bedrängnis geraten. Und vielleicht kommt ja noch was. Immer noch mal auf Alexandra Popp, wenn wir hier Julie Brandt sehen. Also vom Heimspiel gesprochen. Für Alexandra Popp in Bielefeld. 5 Tore hier schon erzielt. Die Wolfsburgerin in keiner anderen Stadt war sie bislang so erfolgreich wie hier. Für die Nationalmannschaft natürlich. Pop. Freigang. Margol in der Mitte, Brandt ein bisschen hinten. Freigang! Ja, das muss sie machen als Torjägerin, als Topstürmerin. 10 Treffer in der Frauenfußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt, hat er den Vertrag da auch vorzeitig verlängert. Da muss sie es selbst mal riskieren. Absolut richtige Entscheidung. Na gut.
ist so wendig. Nee. Und Pereira hat da einiges gehalten heute. Die deutsche Mannschaft hätte hier bei einer Torhüterin, die nicht ihre Klasse hat, sicherlich den einen oder anderen Treffer mehr erzielt. So steht es nur in Anführungszeichen 2:0. Bisschen was liegen gelassen. Zwei, drei gute Paraden der Keeperin. Rauch. Brand. Hendrich. Ja, schade, konnte sie nicht festmachen. Die Zuschauerzahlen noch mal jetzt hier auch. In Bielefeld bekannt gegeben, 7.364, also es ist eine gute Kulisse. Wollen noch mal zurückerinnern, in Essen Ende Oktober, 1.814 im Stadion. Aber wie gesagt, die spannende Bundesliga. Die Auftritte in der Champions League, die bevorstehende Europameisterschaft, das alles tut dem Frauenfußball sehr, sehr gut. Hohe Reichweiten, hohe Akzeptanz und tolle Fußballspiele, die wir ja auch gesehen haben. Martina Voss-Tecklenburg betont das auch immer wieder. Die Auswahl wird schwer, sie wird der einen oder anderen wehtun müssen. Mit Blick auf die Kadernominierung dann für die Europameisterschaft. Portugiesinnen nehmen das 0:2, glaube ich, ganz gerne hier. Da hat es schon andere Spiele gegeben gegen Deutschland. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Unter anderem mal dieses ominöse 0:13 aus ihrer Sicht. Aber seitdem hat sich im portugiesischen Frauenfußball auch einiges getan. Er hat maßgeblichen Anteil daran. Hatte das Team auch zur Europameisterschaft 2017 geführt. Schön. Freigang und Brand. Margol. Margol. Ja, die will natürlich das Tor unbedingt jetzt. Auch nichts passiert. Rauch! Jawohl! Da haben wir wieder ein Wolfsburger Tor jetzt, Wolfsburger Co-Produktion, Münchner, Wolfsburger. Sie wechseln sich hier schön ab. Ja, das wird ihr gut tun. Er hatte so einen oder anderen Fackler gehabt heute mal. Aber auch da sehen Sie, nachsetzen lohnt sich. Lina Magull. Dann kommt die Flanke von außen und
Verlierer auch, hält einfach mal drauf. Ganz stark. Kleines Jubiläum, 20. Länderspiel für sie, drittes Tor. Schaut gut aus. 10 Minuten noch. Erster Sieg der deutschen Mannschaft im Jahr 2022. Es dürfte ihm nichts mehr im Wege stehen. Oberdorf hat ein ganz starkes Spiel abgeliefert hier auf der 6, so mit der alleinigen Herrschaft über die defensive Koordination da im Mittelfeld. Das war schon richtig, richtig gut. Wurde wie sie in den Wechsel nochmal. Norton geht raus. Marrakesch kommt. Und Jessica Silva ist auch rausgegangen. Die haben wir ja vorhin schon fast vermisst. Und Capeta ist da. Nochmal Oberdorf. Und wie gesagt, Strategien auf der einen Seite von Oberdorf, das Tor auf der anderen, das kommt dann alles zusammen. Also klasse Länderspiel. Hart angegangen. Alexandra Popp. Zittert dann fast ein bisschen mit angesichts der Leidensgeschichte der Wolfsburgerin in den vergangenen Monaten. Hendrich. Missverständnis. Schon so ein kleiner Hype da hinten an der Eckfahne, als sich zwei deutsche Spielerinnen da den Fans zeigen. Hat man sie auch selten gesehen. Hinten an der eigenen Eckfahne, eher auf der anderen Seite des Spielfeldes. Der Margot. Dauert ein bisschen. Wie gesagt, auch das ist vielleicht mal eine angenehme Verschnaufpause. Amado, die da liegt. Jacinto. Die Ecke gerne ausführen würde. Sehen wir das Tor noch mal. Hier Hut. Und dann
Ja, der Linke, der ist natürlich auch sehr, sehr gut bei ihr, bei Felicitas Rauch. Top getroffen. Kopfballchance. Für die Portugiesin, die erste Gelegenheit in dieser Partie für sie. Diana Silva. In England gesammelt bei Ersten. Hier haben wir sie, Diana Silva. 76. Länderspiel für sie. Marul darf noch mal raus. Bekommt eine Pause. Chantal Hagel. Auch das ist eine Belohnung für eine klasse Saison für sie. Und Julia Quinn ist auch noch rausgegangen. Und dann war Anjomi, die hineinkommt. Hendrich. Auch. Ah, das hat ihr gut getan. Das Tor. Brandt. Achtung, Abseits. Ja. Deutschland hat gut aufgepasst. Dann haben wir noch mal Chantal Hagel mit ihren 10 Toren in der Frauenfußball-Bundesliga. Dritter Einsatz im Nationaltrikot. Alles Alternativen, alles Kandidaten, Kandidatinnen für den Kader dann, für England. Gut. Über das halbe Feld und dann ist da so viel Platz für Hagel. Das ist gut zu beobachten bei der deutschen Mannschaft. Bis in die Schlussminuten hinein wird hier nach vorne gespielt. Das fordert sie. Noch ein Tor. Nicht nachlassen. Auch bei einer klaren, bei einer deutlichen Führung. Letzten Spiel hier in Bielefeld 2 Tore erzielt, Sven Jahoud. Auf die sie aufbauen können beim großen EM-Casting aus deutscher Sicht. Auf alle Fälle hier in Bielefeld. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es war ein richtig guter Auftritt der deutschen Mannschaft. Gegen einen starken Gegner, dürfen wir immer nicht vergessen. Also das ist hier der Weltranglisten 29. Es ist keine Laufkundschaft. Auch wenn sie jetzt relativ wenig Torchancen hatten, die Portugiesen. Aber die sind schwer zu bespielen, die sind giftig, die sind griffig in den Zweikämpfen.
Die haben ein sehr gefährliches Umschaltspiel, wenn man sie denn spielen lässt. 4 Minuten Nachspielzeit. Aber das hat die deutsche Mannschaft heute sehr, sehr clever vermieden. Auch das ein Zeichen der Konzentration der Defensive. Egal bei welchem Spielstand, das ist wichtig. Franz Behring. Oh, jetzt haben sie es hier vorgelegt. Jetzt haben sie es hier vorgelegt. Das darf ja nicht wahr sein. Freigang. Selbst ein bisschen überrascht, was da hinten gerade los ist. Auf portugiesischer Seite ist einfach mal komplett die Ordnung verloren. Herrera ist auch ein bisschen laut geworden, fast schon emotional. Gut. Freigang macht viele Meter. Rechts, links, zentral. Gutes Auge, Hut. Nochmal nachgesetzt. Ja, sie versuchen jetzt natürlich Alexandra Popp auch nochmal einen aufzulegen hier. Hat man das Gefühl, Svenja Hut. Lässt nicht nach. Weder in der ersten noch in der 94. Minute. Hendrich. Ganz stabil hinten. Die beiden, Hendrich und Feldkamp. Auch das hat gepasst. Forms kaum unter Druck, hat eigentlich nur die Bälle hinten verteilen müssen, war mehr so als Anspielstation gefordert, denn als Torhüterin. Ein geruhsamer Vorabend. Wenn auch ein frischer, mit einigen winterlichen Unwegsamkeiten hier in Bielefeld. Dürfen sich jetzt auch noch ein wenig zeigen. Die Portugiesin, deutsche Mannschaft, hat das Tempo jetzt doch rausgenommen hier in der Nachspielzeit. Es wird keinen Einfluss auf das große Ganze haben. Oberdorf, Bühl und Rauch, die Torschützinnen für das deutsche Team. Und das war's. Siebtes WM-Qualifikationsspiel und siebter Sieg für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg.